geht's noch. Da macht die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer einen, zugegeben, mittelguten Karnevalswitz über Männer und die Klos für das dritte Geschlecht. Und die halbe SPD-Führung steigt ihr aufs Dach. Spricht ihr die korrekte Haltung ab? Mancher redet sogar von reaktionärem Witz. Haben die keine anderen Sorgen? Ist das nur humorlos oder steckt mehr dahinter? Leider ja. Das sind Sprachpolizeiallüren. Das ist eine Verspießerung von Sprache und Geist, ausgerechnet auch noch im Namen von Liberalität, Toleranz und gesellschaftlichem Fortschritt. Andere Wagen bei Karneval, zum Beispiel über Donald Trump, mögen auch deftig und derb sein. Darüber regt sich eigentlich keiner auf. Es ist aber Karneval, das seit jeher anarchische Fest, an dem jeder einmal Fünfe gerade sein lassen darf. Und Politiker, die alles so fürchterlich ernst nehmen, die nimmt am Ende keiner mehr ernst.